Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns ein ganz kleines Schadensmodell sozusagen ausdenken. Das heißt, jedes Mal, wenn er wo drüber läuft, bekommt er Schaden, also unser Charakter. Wir haben schon einen Charakter erstellt, der kann hier drin rumlaufen. Level Design könnt ihr eigentlich auch schon aus meinen anderen Videos aus der Playlist. Und jetzt geht's, wie gesagt, darum, er bekommt Schaden, wenn er irgendwie zum Beispiel diese Treppe hochläuft. Und da kann man natürlich noch viel, viel mehr machen. Im Prinzip ist es der Grundgedanke hinter Checkpoints. Das heißt, wenn er wo durchläuft, passiert irgendwas. Und das hatten wir eigentlich auch schon so gemacht bei der intelligenten Türe. Wir wollen das jetzt aber noch ein bisschen erweitern. Wir wollen, dass er Schaden bekommt. Und dann kann man auch so Sachen machen wie Kamerafahrten, kann man hier vielleicht dann dadurch laufen lassen. Man kann, keine Ahnung, irgendwelche Dialoge starten, irgendwelche besonderen Ereignisse, eben zum Beispiel auch Schaden oder Speichern kann man auch machen. All diese Sachen sind dadurch möglich. Gut, fangen wir an. Wir brauchen einen neuen Blueprint. Ich habe hier übrigens einen neuen Ordner erstellt mit MyStuff, weil es irgendwie nicht in so andere Sachen reingepasst hat. Das ist ein ganz stinknormaler Actor und wir nennen den jetzt einfach mal Damage Box. So, und jetzt gehen wir hier auf diese Damage Box und ziehen uns hier einfach einen neuen Box-Trigger rein. Ihr könnt von mir aus auch irgendwelche, oder Box-Collision heißt es, ihr könnt das Ding auch hier auf den Root ziehen, dann sieht das Ganze besser aus. So, und ja, im Endeffekt wollen wir eigentlich nicht so viel hier drin machen, zumindest noch nicht. Wir wollen nachher hier den Schaden noch anrechnen oder auslösen sozusagen, wenn er da durchläuft. Ihr könnt ja natürlich unten drunter noch irgendwie Lava durchfließen lassen oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel solche Sachen könntet ihr damit machen. Ich speichere und compile das Ganze jetzt erstmal und mache es wieder zu. So, jetzt brauchen wir aber noch irgendwie eine Möglichkeit, wie man Schaden machen kann. Dazu ziehe ich jetzt als allererstes mal diese wunderbare Damagebox hier rein und mache sie mal ein bisschen größer und vor allem noch in die Höhe, denn wir haben hier ein bisschen höhere Sprunghöhe eingestellt. Also ich kann es euch gerade mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier rumlaufe, dann springe ich viel, viel höher als normal. Das haben wir eingestellt mit Absicht, damit man eben die Sprunganimation sehr gut sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile umgestellt habt, aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Ganze ausgelöst wird, wenn er eben hier drüber springt. Klar, wenn es Lava ist, dann macht es keinen Sinn, dann solltet ihr es vielleicht relativ weit unten machen. Okay, ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Die Damagebox ist auch da. Jetzt brauchen wir noch irgendwie eine Möglichkeit, Schaden an unserem Charakter zu machen. Und dazu, nicht dahin, gehen wir wieder zurück auf Content, Mannequin. Ich habe den Character Blueprint hier in Animations drin. Und deswegen gehen wir einfach her und editieren diesen Character Blueprint. Wenn euch das alles hier nichts sagt, ist das nicht schlimm für dieses Video. Ihr solltet euch aber vielleicht trotzdem das andere Video zu dem Character oder die anderen Videos zum Character mal angucken. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen hier erstmal eine, ups, das habe ich schon gemacht, das habt ihr nicht gesehen, wir brauchen eine neue Variable, die unser Leben sozusagen darstellt. Das heißt, wir brauchen hier eine Variable, die uns sagt, wie viel aktuelles Leben hat denn mein Charakter. Und dazu gehen wir her und sagen, hey, das Ding ist ein Integer, also eine Ganzzahl, und gib mir mein Leben an, Health. So. Und dann habe ich noch eine zweite Variable, die habt ihr tatsächlich noch nicht gesehen. Ha! Und Default Value ist einfach mal, sagen wir mal, 100 am Anfang. Damit er nicht gleich am Anfang stirbt. Das wäre ein bisschen traurig, wenn er spawnt und dann wieder direkt stirbt. Das wäre, naja, nicht so schön. Und Variables haben wir dann noch eine, auch ein Integer. Und das nennen wir Max Health. Denn warum brauchen wir zwei Variablen? Wir brauchen einmal eine Variable, die uns anzeigt, wie viel Leben kann er maximal haben. Also wo drüber geht es quasi nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr selber irgendwann mal ein Computerspiel gezockt habt. Ihr habt nicht unendlich viel Leben, was ihr haben könnt, sondern ihr habt irgendwann mal halt volles Leben. Und das ist eben dieses Max Health. So, und please compile the blueprint. Darf ich dann bitte das Max Health setzen? Dankeschön. So, sagen wir am Anfang auch einfach mal 100. Okay. Und jetzt kompiliere ich das Ganze nochmal, speichere das Ganze und jetzt haben wir schon mal Leben. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie sagen, dass unser Charakter Schaden bekommen können soll. Und dazu basteln wir uns eine neue Funktion. Und das ist jetzt tatsächlich was ganz Neues. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ihr seht, ich habe hier einen komplett neuen Tab aufgemacht. Eben eine neue Funktion kreiert. Und diese Funktion, die soll uns jetzt eben den Schaden auswürfeln. So, für die Leute, die programmieren können, hier drüben die Access Modifier sind auch da. Die werden euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen sagen, hey, unser Character kriegt Damage. So, und wir wollen aber sagen, er bekommt nicht einfach Festschaden, sondern er bekommt, also nicht immer 5 Schaden oder sowas, sondern er bekommt eine
variable Höhe. Also zum Beispiel, wenn er über Lava geht, bekommt er 100 Schaden. Wenn er aber über Steine läuft, bekommt er nur, oder über Lego, bekommt er nur einen Schaden. Wobei, über Lego würde er wahrscheinlich 1000 bekommen, aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall kann er unterschiedlich viel Schaden bekommen. Und deswegen wollen wir hier sagen, okay, wir müssen angeben, wie viel Schaden er denn bekommt. Das heißt, wir müssen hier die Inputs, also was diese Funktion als Information bekommt, müssen wir auch noch festlegen. Und da sagen wir einfach mal ein neuer Parameter, auch kein Boolean, sondern ein Integer, so viel Schaden bekommt er. Also Damage. So, und jetzt haben wir hier diese Möglichkeit, eben diesen Damage hier zu benutzen. Und wenn wir unser Leben erstmal holen, dann sagen wir, okay, wir reduzieren das Leben um genau diese Damage-Größe und dann setzen wir das Leben wieder. Das heißt, erst subtrahieren wir von diesem Leben unseren Schaden und dann setzen wir das Leben wieder. Das heißt, wir wollen das auch am Ende wieder setzen. So, getDamageSet, und hier wollen wir natürlich sagen, ich setze nicht direkt mein Leben wieder, sonst hat sich überhaupt nichts verändert, sondern ich subtrahiere hier, also sage ich hier minus Integer minus Integer. So, also Leben minus Schaden ergibt mein neues Leben und nicht Schaden minus Leben. Achtung, das ist was völlig anderes. Wenn ihr Schaden minus Leben macht, dann habt ihr zum Beispiel, ihr kriegt 100 Schaden, ihr habt 10 Leben, dann werdet ihr im Normalfall tot. Aber wenn ihr das andersrum macht, ihr kriegt, also ihr tragt den Damage hier oben ein und dann das Leben hier unten, dann habt ihr 100 Schaden minus 10 Leben, was ihr noch übrig habt, macht 90, das heißt, ihr setzt euer Leben auf 90, was ja eigentlich absolut nicht stimmt. Deswegen ist wichtig, dass ihr so rum einsteckt. Ich ziehe das gerade mal nach oben, vielleicht ist es dann auch klarer. So, okay, und ja, das ist im Endeffekt schon unsere Funktion. Das heißt, wir compilen, wir speichern und jetzt habt ihr eure erste Funktion erstellt. Wunderbar. Ihr könnt natürlich hier noch sehr, sehr viel mehr machen. Ihr könnt zum Beispiel auch überprüfen, wenn er weniger als 0 Leben hat, dann soll er sterben. Würde man hier auch machen. So, da braucht man natürlich eine Sterbeanimation, die man dann triggert. Oder die Animation triggert automatisch, wenn der Charakter weniger als 0 Leben hat. Das wäre dann aber im Animation Blueprint und wir haben keine Sterbeanimation, deswegen kann ich das leider jetzt gerade nicht machen. Aber das natürlich ganz gerne euch als Übung überlassen. Ihr seht, immer mehr Übungen kommen dazu, weil ich Sachen nur noch erwähnen muss und ihr eigentlich das Konzept dahinter schon verstanden habt. So, jetzt müssen wir natürlich noch den Schaden durch diese Triggerbox hier starten oder auslösen. Wenn er da durchläuft, er ist ja hier im Endeffekt über Lava und dann soll er natürlich auch Schaden bekommen dementsprechend. Naja, wie dem auch sei, wir können auch einfach hier über getDamage und direkt die Methode von unserem Character Blueprint holen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben keinen Character Blueprint in der Hand aktuell, aber wir wissen, es gibt nur einen einzigen, nämlich unseren Spieler. Wir haben ja momentan noch keine Multiplayer Instanz oder sowas. Das heißt, wir brauchen einen Character Blueprint. Was man hier dann als Funktion hat, ist get all actors of class. Get all actors of class. So, hier können wir jetzt die Klasse auswählen. Das muss in unserem Fall natürlich dann der Character, also Char Blueprint sein. Und dann bekommen wir wirklich alles, was tatsächlich gerade von dieser Klasse hier rumfährt. Und du verziehst dich jetzt mal. So. Und jetzt haben wir natürlich hier nicht nur einen Actor, sondern, also wenn ich das jetzt versuche hier reinzupacken, dann funktioniert das nicht richtig. Zumindest sollte es nicht richtig funktionieren, weil hier haben wir nur eins. Hier haben wir jetzt out Actors, das ist ein Array. Und wir wollen nur das erste Element in einem Array haben. Das heißt, wir sagen, weil es gibt ja offensichtlich nur eins. Das heißt, wir sagen hier, wir geben Array ein. Wir bekommen alle Funktionen, die wir in einem Array drin haben. Und wir nehmen jetzt hier einfach die get-Funktion und wir wollen das nullte Element, das ist schon eingetragen hier automatisch, das wollen wir haben und dem wollen wir den Schaden geben. So. Ja, und das ist eigentlich auch schon echt alles, was wir hier machen müssen. Wenn wir das jetzt haben, dann können wir wirklich sagen, okay, unser Actor sollte Schaden bekommen und der Schaden sollte vielleicht nicht 0 sein, sondern sagen wir mal 10, damit wir vielleicht ein bisschen leben. Genau, und so jetzt bekommen wir die ganze Zeit Schaden, wenn wir hier drin sind und wenn wir wieder rauslaufen, bekommen wir plötzlich keinen Schaden mehr. So, ich compile das Ganze jetzt mal, speichere es, schließe diese Box hier und gehe nochmal zurück in meinen Character.
damit wir auch sehen können, wenn wir irgendwie Schaden bekommen. Also ich gehe nochmal in Character Blueprint, die Funktion Get Damage und dann sagen wir hier, okay, wir geben das Ganze aus. Print String, wobei ich eigentlich keinen String wollte. Wir können das ja einfach konvertieren. So, das bedeutet, wir geben jetzt eigentlich keinen String aus, sondern wir geben eigentlich die Zahl aus, nämlich das Leben, und zwar einfach am Bildschirm. So, damit wir auch überhaupt was sehen. Also das sollte man natürlich in-game nicht haben. Wir werden uns noch einen HUD darüber bauen, damit man auch das Leben sehen kann, aber momentan haben wir noch keinen HUD. Deswegen muss das jetzt gerade mal reichen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Spielen. Wir laufen hier durch und dann laufen wir hier rein. 90 sehen wir hier oben. Und wenn wir wieder rauslaufen, wieder reinlaufen, haben wir plötzlich nur noch 80 Leben, 70, 60. Also jedes Mal, wenn wir durchlaufen, kriegen wir 10 weniger Leben. Aber Achtung, wenn ich hier noch ein paar Mal rein- und rauslaufe, irgendwann landet unser Leben auf 0. Aber Unreal weiß nicht, was unser Leben eigentlich ist. Und deswegen können wir mit 0 Leben auch immer noch super hier hochlaufen. Und jetzt haben wir plötzlich sogar minus 10 Leben. Das heißt, eure Aufgabe ist es jetzt, das Ganze so zu erweitern, damit es nicht unter 0 gehen kann. Das heißt, ihr müsst eine Verbindung einbauen. Wenn es weniger als 0 wird, dann soll es nicht weiter sinken. Und das ist eigentlich auch schon alles für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, so ein bisschen hier rumzuspielen. Einfach mal ein bisschen ein paar Blueprints in Aktion sozusagen zu erleben. Und wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr daran rumbasteln. Wie gesagt, als nächstes steht uns das HUD bevor, dass wir auch sehen können, wie viel Leben unser Charakter gerade hat. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.